Manchmal verändert ein Ereignis das ganze Leben. Etwas Unerwartetes passiert, alte Gewissheiten werden in Frage gestellt und nichts ist mehr, wie es vorher war. So erging es der Weltklasse-Sprinterin Eva Kobukowska. Die ist heute kaum noch für ihre sportlichen Erfolge bekannt, sondern für etwas ganz anderes. Seid gegrüßt, Freunde der Zeitreise. Ich bin Ella und heiße euch herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. Heute drehen wir mit der Polin Eva Kobukowska ein paar Runden auf der Aschebahn. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, auch dort tobte der Kalte Krieg. Stellt euch das vor. Ihr habt hart trainiert, euer Bestes gegeben und sogar gewonnen. Ihr seid stolz und glücklich. Und dann wird euch all das wieder weggenommen. Und nicht nur das. Alle reden über euch, lästern und diskutieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht nicht, aber genau das ist Eva Kobukowska passiert. Sie gehörte in den 1960er Jahren zu den besten polnischen Leichtathletinnen. Kobukowska gewann Medaillen und sie stellte Rekorde auf. Doch dann kam das Jahr 1967. Damals fand der Leichtathletik-Europacup in Kiew statt. Bei einer Vorrunde in Wuppertal mussten sich alle Sportlerinnen einem sogenannten Geschlechtstest unterziehen. Ja, ihr habt richtig verstanden. Es ging darum, das Geschlecht der Frauen zu verifizieren. Okay, und warum das Ganze? Schauen wir uns mal den Kontext an. Während des Kalten Krieges standen sich Ostblock und Westblock auch im Sport unversöhnlich gegenüber. Aber nicht nur politische Weltbilder knallten dort aufeinander, sondern auch Vorstellungen von Weiblichkeit. In Westeuropa und den USA galt in den 1950ern und frühen 1960ern das Ideal der familienorientierten Hausfrau. In der Sowjetunion hingegen sah die Propaganda vor, dass Frauen emanzipiert sind und arbeiten gehen. Die Frauendisziplinen beim Sport waren deshalb extrem wichtig für Ost und West. Hier konnten sie vorführen, wie Frauen ihrer Meinung nach zu sein haben. Der Westen wollte unbedingt sein Ideal der Hausfrau verteidigen, um sich vom sozialistischen Osten abzugrenzen. Was hat er also gemacht? Klar, er hat ordentlich über die sowjetischen Sportlerinnen gelästert und versucht, sie zu diskreditieren. Seit den 1950ern machte sich in der westlichen Sportpresse das Klischee von der vermännlichten Ostblock-Athletin breit. Die sowjetischen Athletinnen Tamara und Irina Press wurden nur Pressbrüder genannt. Der Westen unterstellte dem sowjetischen Gegner sogar, das Geschlecht von Athletinnen zu manipulieren, um beim Sport im Vorteil zu sein. Also führten die westlichen Sportverbände 1966 einen Geschlechtstest ein. Es sollte sichergestellt werden, dass die Sportlerinnen auch wirklich Frauen waren. Ach ja, auf die Idee, auch Männer zu testen, kam man natürlich nicht. Bei den ersten Geschlechtstests 1966 wurden die Sportlerinnen von einer medizinischen Kommission untersucht, allerdings nur äußerlich. Das muss richtig unangenehm gewesen sein. Eine Horde fremder Menschen, die an euch rumfummelt und guckt, ob ihr auch die passenden Geschlechtsorgane habt. Sie haben Vagina und Brüste, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Frau. Bald ging man deswegen zu dem sogenannten Sexchromatin-Test über. Dabei analysierte man den Abstrich der Mundschleimhaut oder eine Haarwurzel im Labor. Zurück zu Eva Kobukowska und dem Leichtathletik-Europacup 1967. Kobukowska war damals zarte 20 Jahre alt und gehörte bereits zu den Top-Athletinnen Polens. Sie war Europameisterin und stellte 1964 einen Weltrekord im Staffellauf auf. Eva Kobukowska hatte den Geschlechtstest bereits einmal bestanden. Vor dem Leichtathletik-Europacup 1967 wurde erneut ein Test angesetzt und diesmal bestand Kobukowska nicht. Man stellte einen Chromosomensatz fest, der von dem normalen weiblichen XX-Satz abwich. Das Ergebnis? Eva Kobukowska wurde als Hermaphrodit eingestuft, als intersexuell. Bitte? In der was? Intersexuell. Intersexuelle sind Menschen, die nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Und zwar aufgrund genetischer, anatomischer oder hormoneller Faktoren. Das heißt, eine Person kann eine Vagina und Brüste haben, aber gleichzeitig auch einen männlichen Chromosomensatz. Womit sich zeigt, die Annahme, es gäbe nur zwei Geschlechter, die man fein säuberlich voneinander trennen kann, ist falsch. Eva Kobukowska war die erste Sportlerin, die den Geschlechtstest nicht bestand. Der polnische Verband meldete sie trotzdem zum Europacup-Finale in Kiew an, obwohl der Europäische Leichtathletikverband darauf bestand, Kobukowska zu disqualifizieren. Schließlich, so die Begründung, hätte die Polin einen körperlichen Vorteil anderen Sportlerinnen gegenüber. Aber Kobukowska wurde nicht disqualifiziert und der Europäische Verband veröffentlichte die Ergebnisse des Geschlechtstests. Eigentlich ist dieses Vorgehen absolut unfassbar. Eva Kobukowska wurde so behandelt, als sei sie eine Betrügerin. In der Presse hieß es, sie sei entlarvt worden und von der Eva zum Adam geworden. Sensibilität? Keine Spur. Eva Kobukowska wusste bis zum Test vermutlich selbst nicht, dass sie intersexuell ist und zack, schon wurde sie öffentlich als Freak dargestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, Kobukowska sei nach dem nicht bestandenen Geschlechtstest in Wuppertal erneut zum Test in Kiew angetreten, und zwar mit Operationsnarben im Genitalbereich und in der Leistengegend.
Ja, ihr habt richtig gehört. Man hat offensichtlich versucht, Eva Kobukowska umzuoperieren. Ohne Rücksicht auf die betroffene Sportlerin nutzten westliche Sportpresse und Sportverbände den Vorfall, um das sowjetische Regime zu diskreditieren. Eva Kobukowska selbst soll nach ihrer Disqualifizierung in Kiew versucht haben, ihren Chromosomensatz durch Medikamente zu ändern. Das ist aber gar nicht möglich. 1969 strich der Weltleichtathletikverband Eva Kobukowskas Weltrekorde aus den Rekordlisten. Immerhin, ihre Titel durfte sie behalten. Seitdem ist Kobukowska aus der Öffentlichkeit verschwunden. Wer kann es ihr verdenken? Und heute? Die umstrittenen Geschlechtstests sind bei den Olympischen Spielen seit 1999 offiziell abgeschafft und der Weltleichtathletikverband testet nur noch in Zweifelsfällen. Viel gelernt hat der Sport aus Eva Kobukowskas Geschichte trotzdem nicht. 2009 wurde das Geschlecht der 18-jährigen Südafrikanerin Kester Semenya getestet. Semenya war gerade Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf geworden und bald hieß es, sie sei eine Betrügerin. Ihre Stimme sei so tief. Und ihr Aussehen so männlich. Bei dem Test stellte sich heraus, dass Semenya intersexuell ist. Tatsächlich wusste der südafrikanische Leichtathletikverband durch einen früheren Test schon längst Bescheid. Trotzdem schickte er die ahnungslose Semenya zur Weltmeisterschaft und tat nichts, um die Athletin vor dem, was dann kam, zu schützen. Wie Sportler zu Schachfiguren auf dem Propagandaschachbrett der Großmächte wurden und wie sogar der Weltraum zum Kräftemessen herhalten musste, erfahrt ihr hier oben in unserer Folge dazu. Was denkt ihr, was muss passieren, damit der internationale Sport sensibler mit intersexuellen Sportlern umgeht? Hinterlasst eure Antworten und Anmerkungen sehr gerne in den Kommentaren. Und vergesst nicht, den Kanal Einfach Geschichte zu abonnieren, um regelmäßig eure Dosis Geschichte zu kriegen. Das war's von uns, bis dann. Tschüss!